uns den Kohlmehl lässt, dann kannst du einem nicht gehören liegen. Lieber will ich dich selbst totschlagen, ehe er dich umlegt. Hörst du? Ihr dürft kein Blut vergießen. Jetzt will er predigen, wo niemand zuhört. Gehen Sie aus dem Weg, Reverend. Ich möchte keinen Pfarrer umlegen. Schieß, McDowell! Er wollte nicht schießen, doch die Pflicht gab ihm den Colt in die Hand. Er wollte nicht töten, doch das Leben zwang ihn dazu. Er war ohne Freunde und seine Feinde jagten ihn. Er war allein. Hör zu, Kleiner. Ab heute habe ich das Kommando. Auch wenn es euch nicht passt, von jetzt an gebe ich die Befehle. Halt deinen Hut fest! Eine solche Schießerei wäre nichts anderes als gemeiner Mord. Kommt drauf an, wer dabei verliert. Tun Sie was. Sheriff, es ist doch Ihre Pflicht. Sie müssen es verhindern. Oder wollen Sie nicht? Sehen Sie die Straße da unten? Ja, warum nicht? Sie geht bis zu einer Kreuzung. Und dort reiten Sie nach rechts. Aha. Das ist ganz bestimmt nicht meine Richtung. Entweder Sie reiten dahin, oder? Sein Bruder Larry und die Cowboys sind verschwunden. Quent haben sie erschossen und seinen Colt gestohlen. Und wo ist dieser Mr. McDowell? Don? Ganz recht. Er lebt doch sicher noch. Natürlich. Brennt ihn! Stunde vor Sonnenuntergang in der Hauptstraße. Allein. Allein. Nur keine Angst. Angst? Was ist das, Mister?